Schön, dass du auch heute wieder eingeschaltet hast. Freut mich wirklich sehr. Im heutigen Video werde ich dieses Teil hier bauen. Ich finde noch keinen genauen Namen für dieses Teil, aber mir ist aufgefallen, dass dieses Ding hier quasi eine rollende Werkstatt ist. Denn ihr habt alles an Ort und Stelle. Ihr habt sehr viel Staumöglichkeiten. Ihr habt eine Arbeitsfläche. Ihr habt eine Wand, die ihr mitrollen könnt. Das bedeutet, ihr könnt Werkzeug stationär fest aufhängen. Aber noch, ihr seid immer noch flexibel. Ihr habt außerdem noch an den Seiten eine French-Gliedwand, wo ihr dann auch noch Werkzeug aufbauen könnt. Und irgendwie ist es dann schon sowas wie die Mini-Werkstatt auf Rädern. Angenommen, ihr hättet eine große Halle oder eine Garage. Dann wäre das hier dann zum Beispiel eure Werkstatt. Alles, was zu eurer Werkstatt gehört, wäre quasi in diesem Teil. Hättet ihr eine große Garage oder eine Halle, könntet ihr zum Beispiel das ganze Werkzeug, was nur für euer Auto gedacht ist, um die Reifen zu wechseln oder um irgendwas zu machen, könntet ihr alles hier reinmachen. Ihr hättet eine Werkbank, ihr hättet Ablagefläche, ihr hättet sogar noch eine Wand. Ihr müsstet nichts an eurer Garage verbohren, könnt aber trotzdem vieles auffangen und habt immer direkt den Griff bereit oder ihr seid direkt griffbereit, um das Werkzeug zu holen und könnt einfach richtig gut arbeiten. Außerdem hier dieser Ablagetisch ist auch richtig cool, wenn ihr hier eine Motorsäge auseinanderbaut. Hier ist das richtig stabil. Hier könnt ihr auch ein bisschen was hammern. Und hier könntet ihr zum Beispiel den gereinigten Vergaser mal zur Seite legen. Und wenn ihr diesen Platz gerade nicht braucht, könntet ihr einfach den Tisch wegklappen und braucht einfach nicht so viel Raumvolumen. Und ihr habt wieder mehr Platz. Und wenn das Ding aufgeklappt ist, habt ihr auch keine Lücke, wo Kleinteile reinfallen. Das ist sehr, sehr wichtig. Also ich habe das Ding ja dafür gebaut, um mir Abhilfe zu schaffen mit meiner Logistik. Da werde ich einfach ganz viel Kleinzeug drin lagern. Nicht in meiner Werkstatt, sondern in meinem Büro. Hier oben, das ist dann der Packplatz. Dort wird dann Packpapier sein, denn ich benutze fast ausschließlich Papier zum Verpacken, weil das einfach besser ist als Kunststoff. Und dort sind dann die ganzen Kleinteile drin. Immer schön übersichtlich und griffbereit. Und in diesem Video werde ich dir halt grundsätzlich zeigen, wie du dieses ganze Teil bauen kannst. Ich weiß noch nicht, ob es ein Zweiteiler geworden ist. Ich werde aber wahrscheinlich in einem zweiten oder einem separaten Video noch Zubehör bauen. Das ist vielleicht auch für deine Werkstatt interessant. Eventuell mache ich ein zweites, separates Video oder es wird in meinen Neuigkeiten vorkommen. Das bedeutet, wenn du das noch wissen möchtest, wie das dann aussieht, abonnierst du am besten diesen Kanal, um weitere solcher Videos zu erhalten. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Zuschauen und auf jeden Fall freue ich mich jetzt schon auf deinen Kommentar. Viel Spaß! Endlich fängt das neue Projekt an. Und wir werden für dieses Projekt USB benutzen, einfach nur weil es günstig ist und es diesen Zweck ja auch sehr, sehr gut erfüllt. Hinten ist die Zuschnittsstation, draußen ist es sehr, sehr kalt, deswegen will ich nicht so oft die Tür auf und zu machen und ich zeige dir kurz, wie ich die Platten hinten ablenken werde. Das hier ist der gute Ecken, nicht wundern, meine Werkstatt ist nicht so groß, wie sie auf den Videos ausschaut. Ich habe hier einfach alles so ein bisschen rumgeräumt, dass ich sie hier ablenken kann und dann direkt an der Tischkreissäge dann fertig zuschneiden kann. Wie lenke ich die Platten ab? Das ist das Coole an dem ganzen Ding hier. Und zwar benutze ich dafür meine Ablenkvorrichtung. Da könnt ihr eine ganz, ganz einfache Handkreissäge nutzen. Schaut einfach mal auf meinem Kanal vorbei. Dort findet ihr auch dann das Anleitungsvideo, wie ich das Ding hier gebaut habe. Mega cool, wenn ihr keine Plattensäge habt. So könnt ihr dort einfach eure Platten ganz, ganz einfach zuschneiden. Wobei ich dazu sagen muss, dass das hier eigentlich jetzt nur so gut funktioniert, weil ich größtenteils USB-Platten benutze. Und das bedeutet wiederum, dass ich die Drechselbank und die Hobelmaschine für dieses Projekt eigentlich nicht brauche. Würde ich die Maschinen brauchen, wäre dieses Setup eigentlich richtig kacke. Denn jetzt habe ich mir hinten diese ganzen anderen Maschinenecken komplett versperrt. Und was will ich damit sagen? Wenn ihr reine USB-Projekte habt, dann ist sowas cool, finde ich. Andernfalls könnte ich so dann nicht arbeiten, dann würde ich es draußen zuschneiden. So, und jetzt könnt ihr die USB-Platten ablenken. Das hier ist die Handkreissäge, die ich hier für benutze. Es ist nur ein bisschen schade, denn hier, die ist ein bisschen stumpf. Das bedeutet, die Schnitte, die haben relativ viele Ausrisse. Soll mich jetzt aber nicht weiter stören. Das werden wir einfach verschleifen. Und hier habe ich diesen Messerschutz, diesen Klingenschutz, den Sägeblattschutz so rum. Den muss ich immer nur jedes Mal runterbinden, damit der nicht wieder runterschnappt. Das ist so das Einzige, was man quasi an der Maschine tun muss. Jetzt ganz einfach Handkreissäge nach vorne ziehen, so damit es nicht am Material anhängt. Platte durchschieben. Vorne sehen wir, wo wir schneiden. Perfekt.
kann ich mir einfach die Baupläne holen und kann langsam die Stücke auf die finale Länge zuschneiden. Das muss ich mir jetzt hier noch einmal markieren. Dazu ziehe ich das hier ein Stück raus. 743. Jetzt konnte ich halt eben ganz, ganz einfach meine USB-Platten auf die richtige Länge schneiden und jetzt kann ich noch die Nut und die Feder an der Tischkreissäge abschneiden. Und das ging mega einfach, mega schnell. Natürlich hat man da mal so eine gewisse Ungenauigkeit drin, aber auf diese Größe ist die dann auch nicht mehr so entscheidend. Aber Philipp, das muss man aufs Millimeter machen. Vielleicht hat man es gerade im Video gesehen, mir ist hier vorne ein Teil von meiner Spanhaube gerade weggeflogen. Aber nach, ich glaube, 5 Jahren oder wie lange ich die jetzt schon drauf habe, darf das auch eigentlich mal passieren, dafür, dass ich da rein Plexiglas auf Plexiglas geklebt habe. Also, wenn ihr euch so eine Spanhaube bauen möchtet, da gibt es auch ein eigenes Video auf meinem Kanal. Das ist schon uralt, also da war meine Werkstatt hier wirklich noch komplett am Anfang. Ist vielleicht ganz interessant. Ich habe jetzt die Teile zugeschnitten und hier an einer Seite bzw. an die Rückseite kommt noch ein Falz. Der ist später für die Rückwand da und den fräse ich jetzt hier mit dieser großen Fräse. Ich würde mich auch mal in einem Video gefragt, warum ich jetzt zum Beispiel noch meine alte Fräse benutze, wenn ich doch schon die neue habe. Die Frage kann ich euch auch ganz einfach beantworten. Die alte Fräse, die ist einfach mega handlich. Man kann sie einfach holen, kann was fräsen, holt sie genauso und packt sie direkt wieder weg. Natürlich kann man die hier auch holen und direkt was fräsen, aber die ist halt schwerer, die ist ein bisschen, sie ist halt einfach nicht so leicht. Man kann sie auch nicht so gut mit einer Hand dann freihändig irgendwie führen, das geht halt mit der alten, geht das super. Und deswegen benutze ich die alte auch natürlich noch. Was das Coole an der hier natürlich ist, ist, dass man die ganz, ganz genau einstellen kann. Weil hier hinten muss ein 4 mm Falz rein, das kann ich hier ganz easy einstellen mit. It's dusty world in a dusty shop. Die unteren Korpusteile habe ich jetzt schon gerade mal schnell zusammengeschraubt und hier oben bei dem muss man nur aufpassen, denn vorne sind ja die Schubladenfronten und oben die Platte, die läuft über die Schubladenfronten, dass man dort dann einen bündigen Abschluss hat. Ach scheiße, Kacke. Ich habe jetzt hier die Holzplatten zugeschnitten, die in den Falz reinkommen werden. Und außerdem habe ich hier jetzt jeweils 3 Dominos reingemacht, aber nur, damit sich die Platten dann, damit die bündig abschließen. Ein bisschen Holzleim kann hier natürlich nicht schaden. Ei, Scheißdreck! Dieses komplette Teil soll rollbar sein und aus dem Grund werde ich jetzt als mal die Rollen hier drunter schrauben. Ihr seht ja, dass ich jetzt hier diese Rollen direkt in die Karosse quasi reinschraube. Und je nachdem, was ihr in eurem Schrank drin habt, solltet ihr euch vielleicht überlegen, hier ein dickes Stück Multiplex drauf zu schrauben, also nur an den Ecken, und dann die Füße reinzuschrauben, damit ihr einfach mehr Beißkraft mit den Schrauben habt. Das hier sollte aber eigentlich halten, bzw. reichen für das, was ich vorhabe.
Ich habe die erste Schublade als mal gebaut und eingebaut. Und das hat zum ersten Mal richtig, richtig gut funktioniert. Wir haben hier so gut wie gar keine Maßprobleme. Das einzige Maßproblem ist hier, da zieht das Scharnier das Ganze nicht so richtig rein. Dann mache ich hier den Halter, der hier drin ist, einfach 2 mm weiter drin und dann passt das. Und das hier zeigt mir definitiv, dass hinten diese Ablenkvorrichtung mega ist. Ist auch genau genug, definitiv. Buja. Auch habe ich in diesem Fall nichts gemessen. Ich habe in diesem Fall die Scharniere das erste Mal richtig professionell eingebaut. Und zwar habe ich mir Distanzhölzer gemacht und habe das Innenstück hier reingeschraubt und das andere Stück hier rein. Und an den Plänen sieht man halt einfach die genauen Maße. Da kann man sich hier einfach zwei, also in den passenden Maßen einfach ein Distanzstück machen, legt das rein, schraubt es fest und dann passt das auch. Und man muss nicht irgendwie das Teil reinschrauben und dann die Schublade rausziehen und dann an den Seiten die Scharniere festschrauben. Seht ihr jetzt aber. Ich werde jetzt alle Teile bereits auf Länge schneiden, bis auf die Bodenplatte, die messe ich noch aus. Aber die anderen Teile werde ich direkt alle auf die gleiche Länge sofort schneiden. Seht ihr jetzt aber alles so ein bisschen im Schnelldurchgang, weil das sind jetzt einfach ein paar Zuschnitte nach Maß. Ich zeige euch jetzt nur kurz eine Kleinigkeit zu den Scharnieren. Wie gesagt, dieses Mal bauen wir die Scharniere. Normalerweise habe ich immer das Scharnier nicht auseinandergebaut, innen angeschraubt und habe die Schubladen mit Distanzhölzern reingelegt, um dann die Kamera sauber zu machen. Besser. Um dann die Schublade rauszuziehen und dann, je weiter sie rauskommt, da habe ich immer mehr Schrauben reingedreht. Aber durch die Pläne sieht man halt einfach, wo kommt denn das Teil hin, wo kommt denn das andere Teil hin. Und ich habe es beim ersten hinter der Kamera ja schon ausprobiert und da funktioniert es. Was bedeutet das im Umkehrschluss? Im Umkehrschluss bedeutet das, dass man hier die Scharniere erstmal auseinanderbauen muss. Die sind übrigens von Hettig, mit denen wird es halt auf jeden Fall sehr, sehr lange sehr gut funktionieren. Das hier so dieser Schnabberle und dann sind die auch schon auseinandergebaut. Und speziell bei denen hier müsst ihr jetzt einmal hier dagegen drücken, denn die haben Soft Close. Genauso heißt's. Und dann fährt das so rein. Und jetzt haben wir schon das erste Teil, was wir einbauen können. Jetzt haben wir hier den ersten, den habe ich schon mal festgemacht. Natürlich hat er nach unten einen anderen Abstand. Und jetzt kann ich mir hier das nächste Distanzstück holen. Das steht halt in den Plänen. In dem Fall sind das hier 103 mm. Und weil mein Korpus jetzt so ein ganz klein bisschen schräg ist, lasse ich vorne so ein bisschen Luft, damit sich das halt auf jeden Fall vorne an die Front ranzieht. Wenn euer Bauwerk komplett 90 Grad ist und, dann müsste man das theoretisch nicht. Da bleibt sogar der Bit hängen. Ich mache hier auch übrigens nur 3 Schrauben drin, denn normalerweise hält das ganz gut. Und die nächsten kommen dran. Der ist nicht gut. Der ist nicht gut geworden. And the last one. Und theoretisch müsste jetzt unsere Schublade, weil die alle gleich sind, denn so kann man es schneller bauen, theoretisch müsste die hier so reinpassen, wie es auch unten reingepasst hat. Es passt. Super, super, super. Hihihihihi. Ich freue mich, wenn was funktioniert. Ah, bitte nicht kaputt gehen. Vielleicht so kurz als Erläuterung. Ich habe die, wie heißen die anderen? Das sind ja Seitenscharniere. Die werden an die Seite geschraubt. Und dann gibt es noch die anderen Scharniere. Die sind gerade, wenn es um ein richtig edles Möbelstück geht, ist das besser in dem Fall, weil die Scharniere dann nicht an der Seite sind. Die sind dann unten drunter. Mir fällt der Name gerade nicht ein. Aber da verliert ihr halt Höhe. Und in dem Fall war es halt sehr, sehr wichtig,
dass ich die Höhe habe, weil das wird bei mir sowas wie ein Setzschrank, wo ich halt einfach meine ganz verschiedenen Artikel schön drin sortieren kann. Jetzt bauen wir ein paar Schubladen, jetzt werden wir noch ein paar USB-Platten bauen. Also bis jetzt haben wir etwa 5 USB-Platten kleingeschnitten. Nur mal so für euch. Wir bauen jetzt die Schubladen und dafür müssen wir als erstes die Rahmenteile zusammensetzen. Ich mache es mir relativ einfach, weil es schnell vonstatten gehen soll. Die setze ich einfach so zusammen. Ich hole mir hier so einen Eckspanner, das ist für so einfache Verbindungen echt super. Die Stabilität wird eh sowieso später vom Boden kommen. Normalerweise habe ich diese Schubladen immer so hergestellt, dass ich die unteren relativ gleich gemacht habe. Aber dann bei der letzten, bei der oberen, musste ich dann immer eine komplett neue Schublade quasi machen. An Maß, weil ich nach oben nie so weit geschaut habe, dass das gleich bleibt. Man kann mir jetzt glauben oder nicht, aber alle Schubladen, die ich vorher gemacht habe, waren auch genau exakt 73,3 breit. Und die schneiden wir jetzt auch wieder hier an unsere schönen Plattensäge zu. Kommt einmal rundherum Holzleim hier rein. Und die Holzplatte kommt jetzt einfach in den Falz, den wir gelöst haben. Das Ganze sichern wir mit ein paar Schrauben hier an den Seiten, damit das auch gut hält. Die Schubladen sind jetzt fertig und jetzt können wir uns um die Bänder kümmern, beziehungsweise die Auszüge, die wir ja eben auseinandergebaut haben. Da habe ich hier auch ein Distanzstück, damit können wir das einfach passend distanzieren und müssen nichts messen. Das muss jetzt vorne bündig sein und darf sich nicht mehr bewegen. Jetzt okay. So schnell geht's. Die fertige Schublade sollte jetzt eigentlich hier reinpassen. Ich habe es jetzt selbst noch nicht ausprobiert hinter der Kamera. Deswegen sehen wir mal, ob es passt. Boah, das ist einfach so geil und so einfach. Das hier habe ich gerade getan. Das ist jetzt so die Kleinteilunterteilung. Und man kann hier diese Teile, die kann man auswechseln bzw. einfach rausholen, damit man hier so ein Längsfach hat. Diese Teile hier sind fest. Außerdem habe ich hier die Maße quasi auch so ein bisschen so gewählt, dass es auf meine Maschinen passt. Die sind jetzt alle relativ gleich, aber die habe ich dann jetzt alle in einer Einstellung gefräst, damit es halt gleich ist und die Teile dann nicht verschoben sind. Das würde ich euch auch empfehlen. Wenn ihr sowas fräst, schaut, dass ihr dann euren Anschlag von der Fräse gar nicht verstellt, weil sonst könnte es schwierig werden, dass die noch in einer Linie fahren. Außerdem habe ich mir bei solchen Sachen auch noch eine Sache angewöhnt. Denn ich versuche das mittlere Teil mittlerweile, oder schon eigentlich sehr, sehr lange, nicht mehr genau in die Mitte zu setzen. Ich messe das Ganze dann aus, rechne es grob aus und wir haben hier ungefähr dieses Teil, dass das mit einem Versatz von 4 mm ungefähr an der rechten Seite ist. Das spielt keine Rolle, es ist am Schluss noch genau genug, dass die Zwischenböden hier in der Mitte, also in den mittleren beiden Fächern, gewechselt werden können und man sieht es mit dem Auge nicht. Deswegen mache ich das ja dann nie auf 2 mm genau. Und rechne mir dann das genaue Maß aus. Denn ich habe herausgefunden, dass es einfacher ist, mit einem etwas einfachen Maß gerade solche Dinge zu machen, als dann genau auf die Mitte zu peilen und dann passt am Schluss etwas doch nicht. Man sieht hier keinen Unterschied. Ich kann das mal hier reinhalten.
Deswegen hier ist ein ganz klein bisschen Versatz, das macht aber nicht viel aus, sodass ich dann hier dieses Teil immer noch austauschen kann. Auf der einen Seite ist dann ein ganz klein bisschen mehr Luft drin als hier auf der rechten Seite. Das spielt aber überhaupt keine Rolle. Fertige Unterteiler. Oh ja. Yeah. Jetzt kommen die Schubladenblenden vorne an die Schubladen dran, damit das vorne auch einigermaßen gescheit aussieht. Dafür muss ich die jeweiligst obere Schublade ausbauen. Es geht hier mit diesen Klipsen. Wenn wir oben die Schublade ausgebaut haben, können wir auch unten die Schublade wieder einbauen. Da habe ich leider den einen Auszug ein bisschen geschrottet. Das ist ein bisschen schade. So, wenn das aber auch einmal wieder zusammengebaut ist, dann funktioniert das dann auch wieder. Schön. Als nächstes können wir die Schublade hier schließen und da habe ich hier schon eine Blende fertig gemacht. Die habe ich auch geschliffen. Und ich habe das alles so gemacht, dass wir hier nichts unterlegen muss. Das muss einfach nur gleich hier bündig oben an der Schublade anliegen. So lässt sich dann noch relativ einfach montieren. So Leute, jetzt hole ich mir einfach hier ein paar Schnellspanner. Bring das Ding hier eben zur Schublade, die ich gebaut habe. Und jetzt kann ich es noch mit richtigen Schraubzwingen festmachen. Jetzt können wir da ganz viele Schrauben reindrehen. Und macht hier lieber zu viele Schrauben rein als zu wenige. Denn ihr müsst immer dran denken, dass ihr so eine Schublade mehrere hundert bis tausend oder keine Ahnung wie oft ihr so aufmacht, mega oft aufmacht und da ist schon ziemlich viel Kraft dahinter. Ihr seht, ich habe jetzt schon mal zwei Schubladengriffe festgemacht und die habe ich gerade relativ schnell hergeschnitten. Das sind einfach zwei, also fünf quadratische Leisten, bei denen ich dann unten einfach so ein Griffstück rausgeschnitten habe. Und das sind einfach, finde ich, so die einfachsten Griffe, die man machen kann. Und ich habe jetzt noch eine mega einfache Methode mir ausgedacht, wie man das Ganze auch ganz einfach festmachen kann. Und zwar ist das zu einem erstmal hier diese Leiste. Die Leiste legt ihr, übrigens, ich habe mich auch hier einmal vertan, leider. Also ich bin auch nicht fehlerfrei. Diese Leiste muss man einfach hier bündig anlegen. Das muss man schnell festschnabulieren. Und dann habe ich hier an dieser Platte schon vier Löcher durchgebohrt, dort wo dann später die Schrauben sein sollen. Hier bohre ich jetzt einmal jeweils spitz an. Dann haben wir schon mal die Pilotlöcher. Und diese Pilotlöcher bohre ich jetzt ein bisschen größer komplett durch. Das mache ich, damit ich später noch so ein bisschen Spiel habe, damit dieser Griff auch parallel zu unserer Schubladenblende hängt. Wenn die Löcher größer sind, kann man es dann einfach noch so ein bisschen dengeln, dass es passt. Jetzt kommen wir wieder zu so ein bisschen Gehirnjogging. Ich finde, das kann man nicht so gut erklären, man muss es eher zeigen. Ihr müsst euch vorstellen, dass wir die Schablone eben hier oben bündig und hier links bündig an unsere Schubladenfront festgemacht haben und hier diese vier, das hier zählt nicht, da habe ich mitten auf den Steg gebohrt, hier diese vier Pilotlöcher gebohrt haben. Das bedeutet, hier diese vier Löcher entsprechen quasi hier diesen vier Bohren. Jetzt dürfen wir aber nicht irgendwie hier so oder so unser Teil drauflegen. Wir müssen das quasi hier so drauflegen, wie es dann später verschraubt wird und dann komplett einmal rumdrehen, damit auch die Abstände nicht verdüttelt sind. Ich hoffe, das versteht man. Dieses Teil kann ich dann auch einmal festspannen. Hier sind beide Seiten bündig. Und dann kann ich hier die Pilotlöcher auch schnell durchbohren. Gerade wenn ich hier dieses Teil sehe, habe ich so ein leichtes Flashback. So einen leichten Flashback, denn ich habe ja früher mal eine Zeit lang am Band gearbeitet.
wo ich auch die Ausbildung gemacht habe, das war megamäßig schlecht. Und da habe ich auch einmal eine Woche lang in so eine Schablone, die war auch genauso groß wie hier dieses Teil, habe ich jeweils eine Schraube reingemacht und die Schraube mit so einem elektrischen Schrauber festgedreht. Eine Woche, jeweils 8 Stunden. 4 so Schrauben. Ich kann mir das echt nicht mehr vorstellen. Man konnte nicht mal was falsch machen. Man konnte nicht mal irgendwie so den Aha-Moment merken, dass man es falsch gemacht hat. Denn der Schrauber hat übrigens noch elektronisch gemerkt, wenn man im Falschen noch als erstes schraubt. Katastrophe. Naja, diese fürchterliche Arbeit hat mich extrem geprägt. Jetzt können wir hier auf jeden Fall mal die Schrauben durchfädeln. Als nächstes holen wir hier unser Griffstück, halten das hier vorne an und schrauben erstmal die mittleren 2 Schrauben fest. So, wenn man es jetzt quasi endlich festmachen, beziehungsweise für immer festmachen will, könnte man hier jetzt noch einmal so die Abstände messen. Dann kann man das hier so ein bisschen zurecht klopfen. 4,5, 4,4. Das passt jetzt hier mal zur Demonstration. Und jetzt haben wir ganz einfach einen Griff festgemacht. Ohne viel Heckmeck. Ich meine es aber nicht alle fest, also komplett fertig fest. Denn hier diese Blenden müssen ja eh noch mit USB-Lack gestrichen werden. Das mache ich gleich. Deswegen schraube ich die hier jetzt noch nicht bis zum Nimmerleinstag fest.